Hi, liebe Leute, ich bin hier in Winterberg und beim UCI World Cup und wir haben hier einen Stargast und zwar Jost Wichmann, Forecross-Weltmeister. Heute seht ihr ja auf seinem T-Shirt mit Pumptrack unterwegs vor allen Dingen. Habe ich in einem anderen Video mal verlinkt, ich tue es nochmal unter das Video. Und weil er natürlich viel besser Pumptrack fahren kann als ich, gibt er uns jetzt ein paar Tipps, zeigt uns ein paar Sachen für fortgeschrittene Pumptrack-Manöver. Das wäre zum Beispiel die Wellen absurfen auf dem Hinterrad oder auch Gaps zu springen, einfach zwei Wellen als Double zu nehmen. Und da braucht ihr natürlich Übung Schritt für Schritt und er zeigt euch das mal. Ich bin jetzt hier mit Jost Wichmann an seinem modularen Pumptrack, den er hier in Winterberg dabei hat. Und er hat euch gezeigt, wie man das upsurft oder im Racing-Style oder es halt springt. Und jetzt muss er natürlich als Weltmeister uns nochmal seinen Tipp geben. Was rät er Leuten, die das üben wollen? Hast du irgendeinen bestimmten Top-Tipp? Der Top-Tipp ist, bitte fang erstmal an, nur auf die Gerade, um das Balancepunkt zu suchen zum Surfen und immer deine Hand bei deinem Brems, dass du nicht nach hinten überschlagst. Also habt ihr gehört, auf jeden Fall erstmal die Manual Basics, auf jeden Fall, ich verlinke auch nochmal ein Video unter das Video mit Manual Tipps, weil die Gefahr, dass ihr sonst auf dem Rücken landet, ist halt groß, weil auch der Hügel euch ein bisschen hilft, das Vorderrad anzulupfen und wenn man da noch kein Gefühl hat, man geht zu weit nach hinten, wäre das sehr gefährlich. Ja, super, vielen Dank dir. Ja, danke und dir. Und viel Spaß noch und wie gesagt, check mal, ich verlinke nochmal seine Seite, wo ihr seht, Pumptracks zum Mieten, so modulare Geschichten wie das hier oder halt auch Pumptrack Bau. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. So. Wie gesagt, ich bin beim UCI Sprint World Cup und Jost Wichmann hat hier seinen Pumptrack dabei und auch seine Pumptrack Bikes. Und das ist das Thema von dem Video. Was macht so ein Pumptrack spezifisches Fahrrad aus? So, schaut euch mal das Fahrrad an. Also ganz klassisches Dirtbike und optimiert für Pumptrack fahren oder normale Dirthügel. Es ist ein Single Speed. Also ohne Schaltung, weil wozu brauchst du da eine Schaltung? Einfach möglichst wartungsarm und simpel. Scheibenbremse hinten ist natürlich schon auch noch wichtig. Manche fahren brakeless, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Vorne keine Bremse, weil wenn man Barspins oder so Tricks macht, dann stört das ganze Kabel und du brauchst auch keine Bremse beim Dirtbike vorne. Also wieder alles möglichst simpel. Viele Stahlteile dran, Stahlkurbeln. Es muss einfach stabil sein. Und man hat natürlich auch mal wieder Stürze auch im Skatepark oder so, da hat man dann ein paar Kratzer dran, ganz normal. Hier seht ihr verlängertes Kabel. Es gibt auch Lösungen, dass man mit einem Giro oder wie das heißt, hier, dass du da durchverlegt. Das kennen die Dirtbike-Experten. Ihr könnt ja nochmal bei Lukas Knopf in den YouTube-Kanal gehen, wo ich auch immer schaue. Der hat dann hier die ganzen Slopestyler, haben ihre kleinen Teile, wo die halt einfach noch mehr Drehung machen können. Natürlich, Stabilität ist das Wichtigste bei den Anbauteilen. Es soll aber auch relativ leicht sein. Das ist jetzt hier ein Stahlbike. Ich habe es eben hochgehoben. So schwer ist es nicht. Relativ leichte Federgabel. Mit Luft sehr hart gepumpt. Das ist wirklich fürs Dirtfahren und Pumptrack und Tricksfahren. Nur die harten Schläge abfedert. Muss nicht sensibel sein. Reifen gibt es verschiedene Modelle. Auch schön, dass sie gut rollen, ohne viel Stollen. Genau, das macht dann einfach Sinn, dass man richtig gut Tempo generieren kann. Und ja. Auch einen schönen stabilen Sattel, aber BMX-Sättel sind meistens gut gepolstert, wenn man mal einen Trick macht und man trifft die Pedale nicht ganz, dass es dann nicht ganz so weh tut. Also hier seht ihr schon so ein bisschen allround-mäßiges Pumptrack-Bike von Jost Wichmann, auch Forecross-Weltmeister. Und seht ihr hier,
Also, das ist natürlich ein leichter Rahmen. Hiermit kann man auch bei Vorkross-Rennen gut mitfahren. Schön auf Leichtbau auch geachtet. Mit Schaltung, was bei manchen Vorkross-Strecken auf jeden Fall Sinn macht. Und dass man da auch die Gangwahl hat, mit einer Rennradkassette. Wieder hier für Pumptrack speziell die Reifen. Schön rund und gut rollend. Also mit dem Rad ist es so, man könnte theoretisch sich das Setup ein bisschen ändern und damit auch im Bikepark Spaß haben, auf Flowtrails und so. Und es ist nicht ganz nur auf Pumptrack und Tricks reduziert. Dafür ist natürlich nicht ganz zu 100% trickorientiert, wie jetzt das Single-Speed-Rad mit den Stahlteilen. Ja. Also wenn ihr darüber nachdenkt, ein Pumptrack-Rad euch zuzulegen, könnt ihr euch auch ein gebrauchtes Dirtbike irgendwie im Secondhand kaufen, das ein bisschen umrüsten. Wie gesagt, hier die Reifen, die einfach besser rollen. Da kann man wirklich viel, keine Ahnung, 3 Bar mindestens reinmachen und die Gabel auch relativ hart fahren. Was man natürlich gucken kann online, wo gibt es den nächsten Pumptrack? Zum Beispiel, wenn man jetzt in der Kölner Region lebt, da gibt es bei Langenfeld den Pumptrack. Und Lindlar gibt es einen aus Asphalt, die sind beide aus Beton, also super. Könnt ihr einfach mal googeln, eure Stadt, und vielleicht habt ihr da noch ein paar andere Pumptracks, die da gebaut wurden. Super Training, und ich verlinke euch jetzt mal unter das Video mit den häufigsten Fehlern, die Leute beim Pumptrack-Fahren machen, und ein paar Tipps, wie man halt generell auf dem Pumptrack besser wird. Jo. Das waren ein paar Infos von mir zum Thema Pumptrack-spezifische Fahrräder. Ich habe zwar auch noch ein ganz altes Dirtbike von 2002. Fahre es aber kaum. Und kann man natürlich auf dem Pumptrack auch mit jedem normalen Fahrrad Spaß haben, wenn ihr den Sattel runter macht. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.